Mijn naam is Hans Verheijken en ik ben gründer en geschäftsführer der Business Performance Academy in Heidelberg. Wie Sie aan mijn nachnamen en mijn accent horen, ik ben Nederlander en ik lebe in de nähe van Amsterdam. Seit 35 Jahren arbeite ich an der Entwicklung von Führungskompetenzen. Das ist wirklich meine Passion. Während dieser Jahre habe ich Trainings- und Beratungsfirmen in Europa und Asien geleitet und viele Jahre habe ich mit meiner Familie in Asien gelebt. Sie werden erkennen, in welchem Zeitalter Ihr Unternehmen steht und wie Sie Ihr Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen. Was war wichtig nach dem Zweiten Weltkrieg? Was war wichtig für die US? Was war wichtig für Europa? Was war wichtig für Asien, für Japan? Ja, man brauchte eigentlich alles, brauchte man. Das meint, wie effizienter man sich organisieren könnte, wie mehr man eigentlich Masse produzieren könnte und dabei daar ging het. Mensen brauchten alles daarbij zo veel wie mogelijk. Auf einmal, na 20 jaar, 30 jaar, ja, dan auf Deutsch sagt man so schön auch, ja, Masse, aber keine Klasse. Das meint, auf einmal sagte der Kunde, ja, oké, das ist in Ordnung, doch, oder aber, wie man das auch mal sagen möchte, die Qualität sollte toch besser zijn. Street by street kwam die kwaliteit daarin, dat man zaakte, oké, die kwaliteit sollte daarbij besser zijn. Dat is eigenlijk alles, is dat nogmaals intern fokussiert, efficiënt, wie kunnen we ons in die productie voor die massa zo efficiënt mogelijk organiseren, wie kunnen we die kwaliteit hebben. Doch Schritt bei Schritt kam de Markt rein. Wir kennen allen das fameuze Beispiel von Ford. Ja, im Anfang nur schwarze Autos. Ja, okay, dann kann man effiziente große Masse kann man produzieren. Doch auf einmal sagte der Kunde, ja, ist es auch möglich, diese Auto in Blau zu kriegen? Das meint, das ist auch in die Entwicklung von wie organisiere ich mich als Unternehmen, von den Prozessen, was natürlich auch eine Verbindung hat mit dem Führungsstil. Sie sehen es schon, wir würden dann auch mal die Verbindung machen zu den Führungsstilen. Auf einmal kam auch mal, wenn zum Beispiel mit der Frage, ist es auch möglich, die Auto ins Blau zu bestellen, kam die Flexibilität herein. Flexibilität als dritte. In den Prozess, Schritt bei Schritt, sehen wir, dass das auch mal Führung, wie gesagt, Schritt bei Schritt auch mal ein bisschen komplizierter bekam. Nächster Schritt, und dabei sehen wir, dass den Markt, die Bedürfnisse von dem Markt, hier sehen wir den nächsten Schritt, die Innovation. Auf einmal haben Menschen ein Fernsehen, aber Menschen haben einen Kühlschrank, aber Menschen haben einen Tisch und so weiter und so weiter. Das meint, um mal als Unternehmen sich weiterzuentwickeln, muss man eigentlich von intern fokussiert, muss man sich extern fokussieren. Das meint, man muss das Bedarf in den Markt kreieren, in die Innovation. Die Zeit geht weiter und dann jetzt kommen wir in, lass uns sagen, die Wende. So in dabei 2000, das viele von Sie können sich das natürlich ganz gut erinnern. Ja, dann kam die digitale Welt, kam Schritt bei Schritt, kam die digitale Welt herein. Das meint Möglichkeiten, um nicht nur mal zu kommunizieren mit einer anderen Abteilung. Nach einer anderen Abteilung kann man noch gehen. So, man kann ein Meeting aufsetzen mit einer anderen Abteilung. Man kann auch mal mit Networking kann man kommunizieren mit der ganzen Welt, wenn man das möchte. In jedem Fall, Networking, die Kommunikation in die Unternehmen bekam wichtiger und wichtiger. Und Networking, heutzutage sagt man auch in Unternehmen, sollte auch ein Netzwerk sein.
Heute sind wir zwischen 2010 und 2020 sind wir angekommen und Sie sehen es, ja, für wen ist nicht wichtig, dass man mal an den Umwelt denkt? Für wen ist nicht wichtig, dass die Gedanke mal daraus geht, ja, ein Unternehmen ist nicht nur mal eine Geldmaschine, wir haben auch soziale Verpflichtungen, solche Sachen. Schritt, hè, corporate social responsibility, wir sehen, Werte bekommen wichtiger und wichtiger und ich denke, dass Freund und Feind sind einig, dass das auch wichtiger und wichtiger bekommt in die kommende Jahren. So, wir sehen die Weltdiskussion über den Umwelt und so weiter, wichtiger und wichtiger, um auch mal mit Werte umzugehen. Und ist natürlich auch für Führung ist das wichtig, nicht nur mal das aufzuschreiben. Ja, bei uns ist Transparenz wichtig, bei uns ist wichtig das und das. Man muss natürlich auch so leben. Daarom sagen wir auch als Business Women's Academy Living Leadership. Man muss das auch leben und man muss natürlich auch führen, dass es in die ganze Unternehmen, nicht nur mal in die Führungsetage, doch dass in die ganze Unternehmen das mal respektiert ist. Wir versuchen mal miteinander, ich bin sicher, Sie denken mit bei dieser Information, bei dieser Video, was würde dann wichtig sein als nächste? Nehmen an die Effizienz, nehmen an die Qualität, nehmen an die Flexibilität, nehmen an natürlich die Innovation, nehmen an die Network, nehmen an Werten. Ist natürlich noch nicht so einfach heutzutage zu führen und da kommt noch einer dazu. Wir wissen alles, wir wissen allen, die Welt ändert sich ganz schnell. Heutzutage sind in ein Tag mehr Erfindungen in Vergleich mit 100 Jahren in ein Jahr. So schnell gehen die technische Erfindungen, digitale Erfindungen, medizinische Erfindungen und so weiter. Was ist auch wichtig? Für ein Unternehmen, für Führungskräfte von die Führungsetage bis tief in die Unternehmen, weil man sieht auch, dass die Verantwortlichkeit tiefer in ein Unternehmen kommt oder sollte sein. Zeig sie ihnen, unsere Meinung nach ist auch mal die Menschen, unbewusst nutze ich das Wort Mut, die den Mut haben, spirituell zu denken. This man has a vision to create the best electric cars ever seen and consign gasoline to history. Business spiritualiteit, spirituele intelligentie, is ook wel een deel wie een Führungskraft ticken sollte. Wie würde in 10 jaren, wie würde in 20 jaren en wie würde mal in 30 jaren die Unternehmen aussehen? Wie was könnte es? Want we wissen inzwischen. So, die lifecycle van een ondernemen is ook niet zo lang meer wie vroeger. Wat meint dat? Deze ontwikkeling om in die lage te zijn, al die zaken die heutzutage wichtig zijn, om die mal zo te führen en ook mal die Mitarbeiter natuurlijk mee te nemen als wichtigste Aufgabe van de Führungskraft. Dat meint, ik denk ganz klar. In de 90er, 50, 70, oké, productie, efficiëntie, dan waren natuurlijk directief en autocratisch führen, waar die richtige Führungsstil. Man brauchte keine mensen die dan mal mitdenken, mensen die mal initiatieven, nee, man moest nur handelen. Dat was het wichtigste damals. Change anything? Then what you can really engineer is kind of incremental. But when you're willing to change things. Then you kind of open up a whole new world of design. Ja, wenn wir nach der nächsten Phase gehen, hè, und die nächste Phase kam die Flexibilität. Die Flexibilität in Unternehmen ist natürlich tief in die Unternehmen. Wenn der Kunde sagt, ja, ich möchte dein Auto auch mal in blau, ja, dann ist das eine Entscheidung von den Top von die Unternehmen. Doch um das mal umzusetzen, die Maschine umzustellen und alles, was damit verbunden ist, ist natürlich etwas für tief in die Unternehmen. Und Innovation
ist natürlich auch etwas, das ist für heutzutage für viele Unternehmen noch eine riesen Herausforderung. Man kann Innovation kann man nicht nochmal organisieren, zu sagen, ja, wir müssen innovativer sein und damit sind wir mehr innovativ. Innovation ist natürlich auch etwas für die ganze Unternehmen. Damit sagen wir auch, ist auch mal die Kultur. Das meint, die Führungsstil soll dabei partizipativ sein, dass Menschen mitnehmen, dass Menschen mitdenken und den Schritt zu machen. Delegation, den blauen Auto zu produzieren, war okay. Wir brauchen das und wie können wir das tun? Wie weit sind sie? Das ist nur fokussiert auf eine Funktion. Doch wenn man sagt, ja, die Unternehmen möchten sich entwickeln in Innovation und wie gesagt in Kultur, dann ist natürlich Empowerment ist wichtig, dass Menschen auch mal Initiativen nehmen, dass Menschen auch mal selber Verantwortlichkeit zeigen. The first time I saw the campus was, it was incredible. Some great advice is to not be afraid to fail, but we want to flip that around a little bit and say don't be afraid to succeed. What makes Google really unique is in fact the mix of people that we do have here. Ein Schritt weiter in die heutige Zeit. Es kann natürlich nicht anders. Wenn ein Unternehmen ein Netzwerk ist oder sein sollte, ja, Werte aufschreiben, dann passiert nichts. Werte muss man leben. Living leadership. Das meint, man muss natürlich miteinander, darum sagen wir, connectief führen und natürlich auch situationell führen. Jede Person ist anders, jede Person hat andere Bedürfnisse. Work-life balance is voor jede persoon anders. Dat meint, die persoonlijke mensen kennen te leren, is natuurlijk zeer wichtig in de Führung. Letzte Schritt. Sie sehen es. Facilitating. Faciliteren. Anders gesagt, man kan ook zeggen, mal de omstandigheden creëren om mensen erfolgreich te maken. En in deze Zeitlinie sehen Sie, dass die Führungsstil, ganz klar, die Führungsstil in den 1950, 60, 70, ja, da waren eigentlich die Muskel von Mitarbeitern waren wichtig. Man sollte schnell arbeiten, man sollte hart arbeiten und so weiter und so weiter. Ja, heutzutage ist natürlich nicht der Muskel, heutzutage ist natürlich der Kopf, das Gehirn von Menschen, dass Menschen mitdenken, ist das Wichtigste. Als Führungskräfte in Umständen kreieren, dass Menschen sich frei fühlen, mitzudenken, keine Angst haben, um mal einen Fehler zu machen, weil ja, Entwicklung geht natürlich auch Hand in Hand mit Fehlern. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. Dan kommen wir zu den wichtigen Fragen. Wessen Rolle bekommt wichtiger? Ich denke für Sie ganz klar, dass inzwischen natürlich die Mitarbeiter wichtiger und wichtiger bekommt. Der Mitarbeiter ist mehr ein Spezialist. Now we really need a new education or new training. Man kann natürlich sagen, wenn wir mal reden über Networking, ein Unternehmen als ein Netzwerk, man kann natürlich sagen, ja, sie müssen zusammenarbeiten, doch okay. Wenn es nicht die Einstellung ist von den Mitarbeitern oder wenn man nicht führt, dass die Mitarbeiter motiviert ist, zusammenzuarbeiten, dann geht es nicht. Die Welt bekommt komplizierter, technische Prozesse bekommen komplizierter und so weiter. Das meint die Verantwortlichkeit tiefer und tiefer in den Unternehmen. Sehen wir auch, dass viele Unternehmen, die streichen auch Ebenen in die Unternehmen, um damit die Verantwortlichkeit tiefer in die Unternehmen zu bringen. Um damit ein Unternehmen zu bauen, die nicht mal heute erfolgreich ist, doch auch mal in 10, 20, 30 Jahren, doch das wollen wir doch alle. Könnten Sie entdecken, wo Ihr Unternehmen steht und wissen Sie, woran Sie arbeiten müssen. Wir, die Business Formers Academy, helfen unseren Kunden, eine Lern- und Innovationskultur zu entwickeln. Sind Sie neugierig,
wie wir sie dabei unterstützen können. Dann freue ich mich, wenn Sie sich mit mir in Verbindung setzen. Ihr Hans Verheijken.